Also bei mir ist es so, dass ich halt, bei mir geht es um mein Lebenswerk letztendlich. Und ich meine, der erste Stufe in meinem Lebenswerk war die Formel 1 und gerade der WM-Titel, das war ein großer Schritt für mich, aber jetzt geht es weiter. Und jetzt gerade so im Bereich Nachhaltigkeit, da habe ich meine neue Passion gefunden und da mein Lebenswerk fortzuführen, da wäre ich sehr, sehr stolz, wenn ich da wirklich was erreichen kann und einen positiven Beitrag leisten kann, weil wir wissen, dass es eine große Bedrohung ist auch für uns, für unsere Zivilisation, für unser Planeten. Und bei mir, da kommt auch eine Riesenpower, gerade von meinen Kindern. Ich habe jetzt 3 und 5, sind die alt. Und ich wünsche mir so stark, dass ich sie auch inspirieren kann mit meinem Weg. Das würde mir so viel bedeuten. Und das ist auch viel Energie. Also da kriege ich auch sehr viel Motivation dann her. Wie sieht es bei dir aus? Okay, Energie habe ich mit meinen Mitarbeitern. Deine Mutter, Meine hast du mir Mutter, erzählt. ja, ich hab, meine Mutter hat mir viel. Meine Mutter war ich um 6 Uhr bis 10 Uhr abend gearbeitet und das ist dasselbe bei mir. Was hat sie denn gemacht, darf Und ich fragen? sie war, sie, wie sagt man das, auf Näherin. der Näherin, Ja, ja, für Privatleute. Und ja. ich für, sie hat zu Hause Ja, gearbeitet. ja, ja. Mein Vater ist Invalid und er hat nicht gearbeitet und nur meine Mutter hat gearbeitet. Ja, Sie hat ja. 10, 12 Stunden samstags und Also deine Mutter dann musste die ganze an Familie die dann auch ganze ernähren, Familie, ne? ja. Boah. Und dann, wenn ich 18 Jahre war, habe ich angefangen zu arbeiten. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss meine Mutter und meinem Vater zeigen, was ich kann machen. Und dann habe ich auch 12, 14 Stunden. Dann bin ich nach Saudi-Arabien in ein 85, 86, 2 Jahre dort für Spitäle zu bauen. Und dort aus 15 Stunden, auch 7 Tage in der Woche. Das ganze Leben heute noch dasselbe. Ja. Aber nur heute habe ich 1000 Mitarbeiter. Das ist schon viel Energie, braucht man da schon. Ja. Bei mir ist da wirklich meine Familie auch, ist mein Batterieladegerät. Also gerade jetzt dann gestern Nachmittag, ich hatte gestern auch ein bisschen arbeiten, dann gestern Abend nochmal 3 Stunden am Pool mit denen spielen, mit den Kids, mit meiner Frau Vivian und dann da essen am Pool. Also das ist wirklich für mich, meine Batterien zu laden, ist mit der Familie. Wie sieht es da bei dir aus? Bei mir ist schon mehr kompliziert, weil ich arbeite 7 Tage in der Woche, Ja. aber jeden Tag gehe ich eine Woche an einem Boot nach Urlaub Ja. oder ein bisschen Rallye zu fahren in die Wüste. Das mache ich auch schon gern. Also Rallye fahren. Da Ja, haben wir ja Rallye was fahren. gemeinsam, ne? Die Ja, Liebe zum ja, ja, Motorsport. ja, ja. So sind wir auch Ja, zusammengekommen, ja, ursprünglich. ja. Und du baust dir jetzt gerade selber ein Boot, hast du verraten, Ja, oder? wir In San fangen Luis, an, ne? ja. Ja. Für das nächste Sommer will das bereit sein, ja. Erzähl mal ein bisschen. Okay, das wird auch ein Ecoboot, Ja. normal, das ist die Zukunft. Und dann das ganze Boot mit dem Mast und alles Solarpanel integrieren und ein großes Batteriepark, ja, vielleicht 500 Kilowatt. Und Boah, 500 ist riesig. ja, Hier sind das, 160 drauf und das ist schon ja. sehr stark. Und das ist Aber nochmal okay, dreimal wie mehr. das will dann Debo-Boot sein. Wir will vielleicht nach Grönland ein bisschen Wow. segeln. Das ist ein Plan. Nächsten Mai, Juni nach Grönland Francis, vielleicht. da haben wir unser Extreme E-Rennen gerade da. Ja, okay, dann Passt gehen wir doch. zusammen. Passt doch. Machen wir das Auto auf das Boot. Genau. Hinten, Ja. ja. Also nachhaltige Energie, das ist das Wichtigste überhaupt. Ja. Weil gerade jetzt, wenn wir an Deutschland denken, dann haben wir ja noch 60% der Energie von den Kohlekraftwerken und langfristig geht das natürlich gar nicht. Wir haben jetzt ganz ambitionierte Ziele, die wir erreichen müssen. 2030 die Emissionen um die Hälfte reduzieren, um bis 2050 komplett emissionsfrei zu sein. Auch als Land Deutschland, Europa, weltweit. Und das sind ganz, ganz entscheidende Ziele. Und ich glaube, da trägst du dann auch enorm bei, oder? Indem du die Yachting-Industrie Ja. auch pusht, in diese Richtung zu denken immer Ja, mehr. wenn man denkt, ein Boot kann man bis zu 2000 Liter Diesel haben. Ja. Das ist dann Weltschmutzung. Ja. Ja. Ja, und die Boote, die hier in Monaco liegen, die haben dann 70.000 Liter Diesel Ja, im Bauch drin oder ja. 100.000. Ja. Also das ist dann schon mal was Ja. anderes. Also ich finde es toll, dass du dann auch Ja. die ganze Industrie jetzt antreibst. Du bist vielleicht so ein bisschen der Elon Musk Ja. der Yachting-Industrie, der dann alle Aber einen Weckruf macht. vor 3 Jahren hatte ich, 4 Jahre habe ich das erste Elektrikauto gebaut bei uns, ein kleines, Ja. für 2 Leute noch. Und dann habe ich gesehen, das ist die Zukunft. Ich war nur gar nicht für Elektrik. Ja. Aber wenn man das einmal benutzt hat,
geht man nicht mehr zurück. Und das ist schon gut. Ja. Das war jetzt ein schönes Wort. Erstmal vielen Dank, Franzis, dass du dir die Mühe gibst, jetzt hier in Deutschland mit uns zu sprechen. Ja. Das ist nicht deine erste Sprache, aber ich finde es klasse, wie du dich da begibst. So, wie definierst du denn nachhaltige Energie jetzt für dich, gerade jetzt in dem Yachting-Bereich? Also klar, die Ressourcen zu nutzen bestmöglich, ja? Jetzt mit Solar, ja, Solar vielleicht sogar Wind irgendwann mal, oder? Ja, Wind, und wir machen auch Strom mit dem Propeller wieder, wenn wir am Segel sind, produzieren wir Strom mit dem Propeller. Cool. Und das ist... Weil es fast kein Widerstand ist, der dreht sowieso, oder? Wenn wir mit 5 Knoten am Boot gehen, können wir wieder Strom machen mit dem Propeller, und das ist schon gut, ja. Wow. Und im Großen und Ganzen mit dem Solarpanel können wir bis zu 35 Kilowatt Strom machen. Ja. Das ist schon viel. Ja. Super. Und nochmal zwischendurch, also ich bin ja auch stolzer Besitzer von einer Sunreef Yacht, und meine kommt auch in ein paar Wochen. Da könnt ihr dann auch mal schauen, wie das so aussieht. Auch richtig klasse. Ja. Franzis, wenn wir jetzt über die Nachhaltigkeit reden hier auf dem Boot, wir dürfen natürlich nicht nur über die Batterien und die elektrischen Motoren reden. Wir müssen auch über Materialien zum Beispiel reden. Ja. Kannst du uns da vielleicht nochmal kurz erzählen? Ja, wir haben wir haben die Fabrikmaterial am Boot auch Eco. Die Platte dort am Boot ist auch Eco. Und wir arbeiten auch an Composite Eco. Ja. Mit Lin, Len. Ja. Und Lein ist das, glaube ich, auf Deutsch, oder? Lein und Basalt, der Stein, ne? Ja, ja. Damit macht ihr dann den Rumpf, ne? Ja, und wir fangen jetzt Kompositmöbel zu bauen, diese Technologie. Ja. Und in Zukunft auch vielleicht ein Teil vom Boot. Ja. Das ist auch Zukunft. Ja, ja, also wenn ich jetzt hier nach hinten gucke, dann ist das Teak. Ja. Das Teak ist auch aus wiederverwendbarem Teak. Ja, ja. Und dann nochmal die Solarpaneele nochmal, vielleicht kannst du da deine Vision nochmal darstellen. Die Solarpaneele, was ich gesagt habe, bauen bei uns. Wir kaufen nur die Zellen und dann das ist integriert in die Komposit direkt. Ja. Dann haben wir kein Glas auch. Glas ist auch nicht so eco. Ja. Und jedes Material an Bord in der Zukunft wird eco sein. Ja. Und vielleicht auch später die Recycling auf dem Boot für mehr eco zu sein. Und das ganze Boot mit den Solarpaneelen auch bedecken. Ja. Ne? Das ist. Und nebendran arbeiten wir auch in die Werk bei uns, für Eco zu sein, wenn wir das Boot bauen, die Müll, alles sortieren und alles. Das machen wir auch in der Fabrik schon am Anfang zum Bauen. Also sehr, sehr visionär, das gefällt mir natürlich sehr. Also für mich in meinem Unternehmertum dreht sich alles um die Nachhaltigkeit, und gerade jetzt auch Mitte September, dementsprechend, wann das rauskommt, weiß ich nicht, hatte ich mein Green Tech Festival, und das ist jetzt eines der größten Nachhaltigkeitsfestivals in Europa auch. Wir hatten letztes Jahr 40.000 Teilnehmer, und dieses Jahr kann ich dir sagen, also Sting war dabei, hat virtuell performt, der Google CEO Sundar Pichai, Ursula von der Leyen, unsere EU-Präsidentin, Robert Redford, Prinz Albert hat mitgemacht. Okay. Also wirklich ganz, ganz toller Line-Up, ganz tolle Persönlichkeiten, die mitgemacht haben, und da bin ich halt besonders stolz jetzt gerade auf dieses Projekt, weil das ist halt auch Menschen zusammenbringen, und das wird einen riesen Impact haben. Da entstehen so viele Initiativen, Ideen und Partnerschaften. Ja, okay. Ich bin ein Formel 1-Fan. Das ist zuerst, ja. Und jeder Formel 1-Fahrer, der ist viel technisch, und Nico ist ganz eco. Nicht jeder. Nicht jeder ist eco. aber auch nicht jeder Fahrer ist technisch. Ah, vielleicht. Nee. Die wenigsten. Kenne, die wenigsten. Wenige, ja. Und was ich gesagt habe vorher, Eco ist die Zukunft, und Nico, du bist viel engagiert im Eco, und wegen das ist das Beste für unsere Firma, zusammenzuarbeiten. Und dann für die Zukunft, heute machen wir einen elektrischen Motor, und in 2 Jahren vielleicht etwas anderes, das wissen wir noch nicht. Das geht so vorwärts jeden Tag. Was mir ein Kunden hat gestern gesagt, okay, er will ein Eco-Boot kaufen für in den nächsten 2-3 Jahren. Aber er will das nicht heute bestellen, wissen wir nicht, was in 2-3 Jahren wird sein in Eco. Ja. Das geht so schon vorwärts mit der Batterie und alles. Jeden Tag ist etwas Neues auf dem Markt. Ja, okay, aber die Basis ist ja jetzt schon sehr, sehr stark. Ja? Die Basis ist jetzt super. Also jetzt kann man da schon sich das sehr überlegen, ob man doch Eco nimmt, weil das einfach.
in Klasse die zu halbe Anfrage in unserer Firma ist jetzt Eco, ja. Wow, das ist ja, toll. Ja, ja. Gigantisch, wie das, wie das jetzt abgeht. Ja? Und ich denke, mit dem Covid, und okay, das ist nicht das Beste für Business zu machen, aber das ist auch eine gute Motivation für unsere Kunden zu Eco gehen. Ja, klar, weil wir durch Covid auch wieder gemerkt haben, wie fragil wir sind als Gesellschaft und wie wichtig es ist, zusammenzuhalten. Und auch an unsere, an unsere Umwelt und an unseren Planeten zu denken. Das ist die positive Seite des Jahres. Ja. Okay, ich habe zuerst deinen Vater kennengelernt, am Formel 1. Ja. Und dann hat er mir gesagt, okay, Nico ist engagiert in Eco, und dann haben wir in Monaco das erste Mal, das letzte Jahr, war das, gesehen. Und ja, und mein Vater ist halt auch, der kennt sich mit Booten sehr gut aus. Ja. Und, und der hat gesagt, also dieses Katamaran Sunreef, das ist schon mega cool, das müssen wir uns mal genauer angucken. Ja. Obwohl er mit Segeln normal hat er in seinem Leben eigentlich gar nichts zu tun. Nein, und jetzt auf einmal, da haben wir zusammen halt ein Segelboot, Katamaran, und freuen uns tierisch drauf. Ich weiß nicht, ob ich habe schon. Ja, du hast deinen eigenen, oder? Okay, ich habe eins gemacht vor 4-5 Jahren. Das erste, ein kleines, für zwei, das geht bis 90 Kilometer in die Stunde noch. Und dann habe ich ein Mercedes Elektrik, der neue. Ja, EQC. PC, Und jetzt bauen wir, aber das ist nicht für mich ein, ich habe ein alter Land Rover gekauft, 110. Ja. Der Defender 110. Und dann haben wir das ganz neu, alles Einzelstück neu gemacht. Wow. Und mit Elektrikmotor, und das schicken wir nach Kenia für die Maasai, für ein Geschenk für die Maasai, für Tourismus zu anfangen mit Eco. Wow, wie Auto. Cool, wie cool. Ja. Wow, das ist eine tolle Geschichte. Ja. Und ich habe gerade ein neues Elektroauto bestellt. Ja. Der Rimac von Kroatien. Ah ja. Kennst du, oder? Ja, kenne ich schon. Ja. Habe ich jetzt gerade bestellt, und da habe ich auch meine ganzen Follower mitgenommen auf die Reise, weil ich war gerade unten in Kroatien. Das heißt, wie heißt das? Wie heißt die Stadt? Nein, weiß ich nicht. Zagreb? Nee. Zagreb, ja. Zagreb, oder? Ja, Zagreb. Zagreb, ja. In Zagreb, und 0 zu 100 in 1,85 Sekunden. Ja. Beschleunigung. Ja. 2000 PS, 415 km/h auf der Geraden. Okay, ich habe viele AMG-Auto, aber wenn ich mit dem ÖKC fahre, das ist dasselbe. Ja, stimmt. Ja. So, danke Francis danke. Für das Gespräch, und auch, ich meine, hier zu sein ist auf dem Boot natürlich ein Traum. Das ist einfach immer wieder, man erinnert sich, wie wunderschön es ist, auf dem Wasser zu sein, diese Freiheit und dann gerade und die Stille. Ja. Und das ist nämlich so stark dann auch mit diesem Elektromotor. Ne? Sogar wenn wir mit Motor fahren, dieses leise, das ist ein Traum. Das ist einfach die Natur dann zu genießen. Dieses Geräusch, das ist einfach nochmal viel, viel wert. Ja, vorher habe ich meinen Mitarbeiter gefragt, hörst du, ist etwas in Menschen rum, das ist zu laut. Ja. Er hat gesagt, ich höre nicht, aber das ist zu laut. Nein, die Stille, das ist super. Ja. So, und jetzt gehen wir weiter und fahren nochmal schön hier ein bisschen rum auf dem Wasser und genießen das ein bisschen. Ja, okay, danke.